1942, Wende im Wüstenkrieg. Bei El Alamein bremsen die Briten den deutschen Vormarsch. Der Mythos Rommel gerät ins Wanken. Schlacht um Midway. Beim Angriff auf die Inseln erlebt die japanische Armee eine empfindliche Niederlage. Oberhand im Pazifikkrieg gewinnen nun die USA. Das Tor zur Hölle. Wie einen Industriebetrieb organisieren die Nazis den Massenmord. Die Rampe von Auschwitz-Birkenau führt Millionen in den Tod. Die Fabrik des Todes, Auschwitz-Birkenau. Die größte Menschenvernichtungsanlage aller Zeiten, nennt sie der Lagerkommandant. 1,5 Millionen Menschen finden hier den Tod. Urheber ist Hitler. Nie hat er aus seinem Wahn einen Hehl gemacht. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Er selbst entfacht den Krieg, der zum Mittel wird, die Drohung wahrzumachen. Vorboten des Völkermords, die schwarze Garde der SS. In unserer Familie war das Leben stets von Liebe, Hilfsbereitschaft, Mitmenschlichkeit geprägt. Plötzlich konfrontiert zu sein mit diesen Männern in Schwarz, die sich wie hasserfüllte Tiere gebärdeten, war eine grausige Erfahrung. Im Rücken der Ostfront treiben Mordkommandos Männer, Frauen und Kinder zusammen. Erschießen über 1 Million. Die Kapazität der Mörder stößt an ihre Grenzen. Bürokraten der Vernichtung lösen das Problem. Männer wie Himmler und Heydrich. Effizienter muss das Morden werden. Ein Desinfektionsmittel verspricht die Lösung: Zyklon B. Und leisen Flöhe und Ungeziefer aller Art gibt, ich weiß es nicht. Juda wird und muss vernichtet werden. Das ist unser heiliger Glaube. 1942. Hitler ahnt, sein Krieg um Lebensraum im Osten ist verloren. Doch je bitterer die Niederlagen sind, desto mehr will er zumindest seine zweite Wahnidee vollenden. Den Völkermord. Auf Hitlers Weisung beginnt der industriell betriebene Massenmord. Belzec, Chelno, Sobibor, Majdanek und Treblinka sind die ersten 5 Vernichtungslager. Zum zentralen Menschenschlachthof wird Auschwitz-Birkenau. Sinnbild für den ganzen Holocaust. Herren dieser stacheldrahtumzäunten Welt sind die Totenkopfverbände der SS. Hunderte Männer, die den täglichen Massenmord vollstrecken und verwalten. In Auschwitz wird nach Plan gemordet. Systematisch, gründlich, pünktlich. Sehr bald hat man sich das abgewöhnt, den Menschen in die Augen zu sehen, wenn man nicht direkt Kontakt mit ihnen, persönlichen Kontakt hatte. Der Häftling war eben wirklich etwas völlig anderes. Als ein normaler Mensch. Es war eine andere Kategorie Mensch. Abtransport. Vom Bahnhof direkt in die Todesfabrik. Dem reibungslosen Ablauf dient ein ausgeklügeltes System der Täuschung. Dort waren wir zusammen mit der ganzen Familie. Alle Kinder, große, kleine, alle sind wir zusammen. Aber wir haben nicht gewusst, wohin. Irgendwo in eine Arbeit. Vielleicht arbeiten, vielleicht für das Kind wird sein ein Kindergarten. So haben wir sich vorgestellt. Von Auschwitz hat jemand gewusst.
Der Fahrplan in den Tod. Penibel wird er eingehalten. 30.01. Berlin-Auschwitz. 2000 Reisende. Die Kosten sind festgesetzt. 4 Pfennig pro Fahrgast und Kilometer. Keine Rückfahrkarte. Die Endstation der Endlösung. Hitler hat den Tatort seines Mordplans nie gesehen. An manchen Tagen kommen hier 10.000 Menschen an. Das war in der Nacht 2 Uhr. Wann wir sind heraus vom Waggon, haben wir gehört. Aber das war so schnell erteilt. Die Männer extra, die Eltern und die Kinder. Und in einer Minute war alles verteilt. Selektion. Tod durch Gas oder durch Arbeit. In SS-Betrieben oder Firmen wie den IG Farben. Den Nutzwert ihrer Sklaven berechnet die SS. Lebenserwartung 9 Monate. Erträge aus Verleih 6 Mark pro Tag, Abzug für Verpflegung und Unterkunft 60 Pfennig täglich. 1631 Reichsmark, Reingewinn pro Arbeitssklave. Die anderen werden nach der Selektion hierher gebracht. Den Menschen wird empfohlen, ihre Kleidung abzulegen und sich die Nummer des Hakens zu merken, damit sie ihre Sachen später wiederfinden. Die Menschen sind rein, sie haben noch gelacht, sie haben noch gefragt, wo sie sich befinden. Und wir mussten verschweigen und nicht sagen, was mit ihnen passieren wird. Die Tarnung funktioniert bis zum letzten Augenblick. Und als der letzte rein ist, haben sie das Tor vermacht von draußen. Und sofort sind die 2 SS-Männer gelaufen und auf einen Stuhl. Durch das Fenster, das war ganz oben, reingeschmissen dem Zyklopi. Bedarf 5 Kilogramm für eine Mordaktion. 1500 Menschen. Und gleich haben wir gehört, die Geschreien. So hat es ein paar Minuten gedauert. 10 bis 15 Minuten. Den Toten wird das Zahngold ausgebrochen. Schuhe, Spielzeug, Uhren, Schmuck, Brillen geraubt. Aus den Haaren werden Filzpantoffel. Die Leichen werden verbrannt. Nichts soll von ihnen bleiben. Januar 1945. Die Rote Armee rückt nach Westen vor. Die Gaskammern sind längst gesprengt. Doch die Spuren sind nicht zu verwischen. 27. Januar 1945, Tag der Befreiung. Nur 7.000 Menschen haben überlebt. Die Spuren des Verbrechens, noch immer sind sie gegenwärtig. Auschwitz-Birkenau. Der Sündenfall des 20. Jahrhunderts.